jetzt das Heute-Journal. Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. Vielleicht sollten Sie ja jetzt erstmal Ihr Handy im Kühlschrank einsperren. Edward Snowden soll darauf bestanden haben, als er in Hongkong mit seinem Anwalt Fluchtmöglichkeiten durchspielte. Und nach dem, was Snowden über Abhöraktionen von US- und britischen Geheimdiensten enthüllte, könnten solche Low-Tech-Tricks für jedermann interessant werden. Vorausgesetzt, man will noch einen Rest von Privatsphäre behalten. Snowden ist mittlerweile von der Bildfläche verschwunden. Laut Wladimir Putin steckt er immer noch im Niemandsland der Transitzone des Moskauer Flughafens. Aber wer weiß schon, ob das die letzte Wahrheit ist. Putin darf man wohl ein gewisses Vergnügen daran unterstellen, wenn er die Forderungen aus Washington nach Snowdens umgehender Auslieferung zurzeit andauernd abschmettert. Mit dem schönen Hinweis, dass Russland doch ein Rechtsstaat sei. Heike Slanski über den Stand der Jagd nach Edward Snowden. Es ist das Thema in den amerikanischen Nachrichten. Wo ist Edward Snowden? Laut US-Regierung ein Verräter, ein Nestbeschmutzer. Ausgerechnet Wladimir Putin lüftet nun das Geheimnis, der Gesuchte sei noch am Flughafen in Moskau. Herr Snowden ist ein freier Mensch. Je eher er sein endgültiges Ziel wählt, desto besser für uns und für ihn. Das ist Putins Stunde. Er genießt diesen Moment, nachdem Amerika russische Spione aus dem Land verwiesen hatte. Eine Schmach für Russland damals, analysiert ein ehemaliger CIA-Agent. Jetzt also die Retourkutsche. Erst China, nun Russland. Amerika, die Weltmacht, blamiert. Ein Haftbefehl, der schlichtweg ignoriert wird. Doch hinter den Kulissen laufen die Drähte heiß. Wir arbeiten mit mehreren Ländern nach Recht und Gesetz, um sicherzustellen, dass Gerechtigkeit widerfahren wird. Edward Snowden gegen den mächtigsten Geheimdienst der Welt. Bewaffnet mit 4 Laptops und einer Festplatte sucht er Asyl. Seine Infos, ein Leckerbissen für die Ausgespähten weltweit. Er hat uns gesagt, dass er sich ganz bewusst bei Booz Allen Hamilton beworben hatte, um an mehr Informationen über das US-Überwachungsprogramm zu gelangen. Wir haben das erst heute veröffentlicht, weil wir das überprüfen wollten mit eigenen Recherchen. Geheimnisverrat wirft die US-Regierung dem Flüchtigen vor und verlangt seine Auslieferung, bislang ohne Erfolg. So wie wir vor 2 Jahren ohne großes Gezeter und Verbitterung 7 Russen nach Hause geschickt haben, so wie es Russland gewünscht hatte, genauso wünschten wir uns, würde jetzt unser Anliegen behandelt. Obama führt einen Krieg gegen Informanten, gegen Menschen, die Transparenz schaffen wollen, sagt der Journalist, der Snowdens Informationen zuerst veröffentlicht hatte. Das Gezerre um Snowden geht in die nächste Runde. Der ehemalige CIA-Agent ahnt, was dem Enthüller in Ecuador, wo er Asyl beantragt hat, blühen könnte. In Ecuador könnten wir ihn fassen. Seine Zukunft sieht düster aus. Edward Snowden auf der Flucht. Ein Amerikaner im Niemandsland, der die Welt noch lange beschäftigen wird. In alten Filmen sieht man noch, wie Abhören in alten Zeiten funktionierte. Da fummelt irgendjemand mit Krokodilklemmen an einem Schaltpult rum und fleht, dass der Kommissar den Verdächtigen doch noch ein paar Sekunden länger in der Leitung halten soll. Aber so fischt man aus den globalen Datenströmen schon lange nichts mehr raus. Geheimdienste vergleichen ihr Geschäft heute mit der Arbeit der antiken Astronomen, die im endlosen Nachthimmel versuchten, Strukturen zu finden zwischen beweglichen Planeten und Fixsternen und irgendwann zwischen den Milliarden Punkten mit müden Augen Muster erkannten, Bewegungsabläufe und Sternbilder. Da kam dann sowas wie Ordnung in den Himmel. Nach solchen Mustern suchen heute Computerprogramme in den rasenden Datenströmen und alles ist da nützlich. Mails, Videos, Kontoauszüge, SMS, Reiseunterlagen, alles Rohmaterial für die Datenfresser, abgezapft, wo immer es nur geht. Norden in Ostfriesland, ein idyllischer Ort. Kaum jemand ahnt,
dass hier tief unter der Erde ein Knotenpunkt der internationalen Spionage liegt. Daten von Millionen Deutschen verlassen hier die Datenautobahn per Glasfaserkabel in Richtung Vereinigte Staaten. Das Transatlantikkabel TAT-14 ist die Hauptverbindung zwischen Deutschland und den USA. 50 Telekommunikationsbetreiber nutzen das Kabel, darunter auch die Deutsche Telekom. Auf ihrem Weg nach Tuckerton, New Jersey, machen die Daten Zwischenstationen der britischen Stadt Butte. Gewaltige Datenmengen deutscher Nutzer werden hier angezapft. Im Hauptquartier des Geheimdienstes werden die Inhalte dann bis zu 30 Tage lang gespeichert. Telefongespräche, Mails und Facebook-Einträge werden gefiltert. Wer anzapft, muss eigentlich die Betreiber der Netze fragen. Auf deutscher Seite geben Telekom, Bundesregierung und BND vor, nichts gewusst zu haben. Ein Experte widerspricht. Der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sind sehr vertraut mit den Kapazitäten, mit den Stoßrichtungen und mit den Anlagen der angelsächsischen Nachrichtendienste und sie melden regelmäßig an das Bundeskanzleramt und das Bundesinnenministerium, sodass die ganze politische Aufregung in Berlin außerordentlich gespielt ist. Speziell die Kommunikation im Netz wird an einem Dutzend Internetknotenpunkten in deutschen Großstädten überwacht. Am wichtigsten Drehkreuz in Frankfurt werden jeden Tag Datenmengen in der Größe von 2,7 Millionen DVDs transportiert. Der amerikanische Geheimdienst NSA hat seit vielen Jahren direkten Zugang zu diesen Daten. Die Kontrolle des Internets funktioniert über die großen Internetknoten. Der größte in der Bundesrepublik ist ja in Frankfurt angesiedelt. Und da versuchen die angelsächsischen Dienste, insbesondere die wirtschaftlichen und politischen E-Mail-Verkehre in und aus der Bundesrepublik Deutschland unter ihre Kontrolle zu bringen. Griesheim bei Darmstadt. Seit Mitte der 90er Jahre sitzt einer der weltumspannenden Horchposten der NSA hier in Südhessen. Per Satellit und modernsten Dechiffrierungsmaschinen werden auch Daten deutscher Bürger abgefangen und ausgewertet. Deutschland wird von ausländischen Geheimdiensten ausgespäht und schaut scheinbar tatenlos zu. Schöne neue Datenwelt. Peter Schaar ist der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit und damit unser oberster Datenschützer. Guten Abend, Herr Schaar. Vor solchen Umtrieben können Sie uns offenbar nicht schützen. Guten Abend, Herr Kleber. Nein, das kann ich nicht. Und ich muss auch sagen, das wird auch nicht das die G10-Kommission können. Das heißt, dieses Gremium... Die Kommission des Bundestages, die sich mit diesen Geheimdienstaktivitäten genau so beschäftigt. Mhm. Das heißt, es gibt da ein Gremium, das Überwachungsmaßnahmen der Nachrichtendienste zu genehmigen hat. Und das Entscheidende ist natürlich, ist der Wille der Politik insgesamt da, hier etwas zu ändern. Und ich denke, da muss man dann sehr entschieden auch die Interessen auf Privatsphäre und generell auch unsere Grundrechtspositionen verteidigen gegen diejenigen, die sie bedrohen. Nun waren wir ja schon immer ein bisschen skeptisch in Deutschland gegenüber den Machenschaften der USA, die offensichtlich diese private Datenfreiheit anders auslegen als wir. Aber jetzt machen die Briten mit. Das sind unsere engsten Verbündeten innerhalb der europäischen Wertegemeinschaft. Ist das auch für Sie eine neue Qualität? Es ist schon eine andere Qualität, wenn jetzt ein Mitgliedstaat der Europäischen Union beschuldigt wird, und es gibt ja Hinweise darauf, dass an diesen Beschuldigungen etwas dran ist, systematisch Internetverkehre aus Deutschland zu kontrollieren. Das ist schon ein sehr unfreundlicher Akt, wie gesagt, wenn sich das bewahrheitet. Geht es da nur um Terrorismusbekämpfung oder geht es da auch um so profane Dinge wie zum Beispiel das Ausspionieren des deutschen Wirtschaftslebens? Also die Rechtsgrundlage für den britischen Geheimdienst, der diese Überwachungsmaßnahmen durchführt, sagt, dass auch das staatliche und wirtschaftliche Wohl des Landes hier ein Interesse ist, was entsprechende Maßnahmen rechtfertigt. Sodass also die meinen das Wohl der USA und Großbritannien. Das, ne? Wohl der entsprechenden, das Wohl der entsprechenden Staaten. Und ja. Insofern kann ich davon ausgehen, dass hier eben durchaus nicht nur Terrorismusbekämpfung betrieben wird. Heißt das nicht, dass alles, was Sie zum Beispiel aufgebaut haben an Datenschutz, was das Bundesverfassungsgericht als Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aufgeschrieben und festgelegt hat, ist alles irgendwie für die Katz, wenn andere Geheimdienste das aus Deutschland abzapfen, wie sie es gerade brauchen? Es wäre für die Katz, wenn das tatsächlich so laufen gelassen wird. Und da erwarte ich eben entsprechende
Maßnahmen. Das können Gesetze sein, das können auch auf europäischer Ebene Regelungen sein, die das unterbinden. Und last but not least, die Unternehmen, die in Deutschland die Daten speichern und verarbeiten, müssen sich bewusst sein, dass ausländische Dienste möglicherweise da mitlesen. Und sie müssen sich sehr gut überlegen, ob sie zum Beispiel Daten in der Cloud speichern, jedenfalls soweit diese Cloud sich eben außerhalb Deutschlands befindet. Und das ist ja eigentlich der Sinn dieser Cloud-Dienste. Nun heißt das, dass also in Zukunft deutsche Unternehmen wie BASF und Siemens und so weiter ihre Datentransfers eigentlich nur noch bei Waldspaziergängen und laut laufender Musik machen können, wie in den alten Agentenfilmen? Also sicherlich nicht. Aber ich denke, man muss diese Sicherheitsfragen, den Schutz vor Ausspähung sehr ernst nehmen. Und ich glaube, gerade diese großen Unternehmen, die Sie genannt haben und viele andere, sind sich dessen auch zunehmend bewusst. Und wir Bürgerinnen und Bürger müssen darauf achten, dass unsere Bürgerrechte gewahrt bleiben. Und da erwarte ich auch von unserer Bundesregierung, dass sie hier sehr entschieden Position bezieht. Nun wird das aber schwierig, zum Beispiel für die Bundeskanzlerin, wenn ihr Freund Barack Obama sagt, ich tue das alles nur, weil ich meine amerikanischen Staatsbürger schützen muss vor Gefahren. Das ist ja immer dasselbe Muster. Das hören wir immer wieder. Die Briten argumentieren ja ähnlich. Hier sollen nur die Staatsbürger geschützt werden. Bei den Ausländern, da guckt man dann besonders gut nach und überwacht sie besonders intensiv. Und letztlich betrifft das dann natürlich alle irgendwie, denn wir sind natürlich Ausländer in allen anderen Staaten, in denen wir nicht leben. Die Einschätzung des obersten deutschen Datenschützers. Dankeschön, Peter Schaar. Wer greift nun auf unsere Daten zu und wann und wo darf er das? Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu finden Sie bei uns auch online auf heute.de. Und hier geht es weiter mit Nachrichten von Gundula Gause. Zum ersten Mal seit 3 Jahren kommen die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wieder voran. Allerdings erst ab Herbst soll ein neues Verhandlungskapitel geöffnet werden. Die EU-Außenminister verständigten sich auf diesen Kompromiss, den Außenminister Westerwelle vorgeschlagen hatte. Wegen des harten Vorgehens der Regierung Erdogan gegen friedliche Demonstranten wollten die Minister erst den jährlichen Fortschrittsbericht der EU-Kommission über Demokratie in der Türkei abwarten. In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind Taliban-Kämpfer mit gefälschten Pässen in das schwer gesicherte Regierungsviertel eingedrungen und haben den Präsidentenpalast angegriffen. Bei dem 2-stündigen Feuergefecht wurden die 8 Angreifer getötet. Auch 3 Elitesoldaten der Leibgarde von Präsident Karzai kamen ums Leben. Bislang war es den Taliban noch nie gelungen, so nah an den Präsidentenpalast heranzukommen. Die deutschen Sicherheitsbehörden haben offenbar geplante Terroranschläge vereitelt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen 2 mutmaßliche Islamisten tunesischer Herkunft und ließ in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und in Belgien Häuser durchsuchen. Die beiden Verdächtigen sollen Sprengstoffanschläge mit ferngesteuerten Modellflugzeugen geplant haben. Kistenweise wurden Beweismaterial sichergestellt, festgenommen wurde niemand. Der mutmaßliche Autobahnschütze hat seine Taten gestanden. Der 57-Jährige ist selbst Lkw-Fahrer und gab zu, in den vergangenen 5 Jahren mehr als 700 Mal auf Lkw geschossen zu haben. Insbesondere auf Autotransporter. Als Motiv nannte er Ärger und Frust im Straßenverkehr. Im Verhör erklärte er, die Schüsse seien eine Art Selbstjustiz gewesen, nachdem er selbst bei einem Überholmanöver in Lebensgefahr gebracht worden sei. Auf deutschen Autobahnen herrsche Krieg. Bundesregierung und Opposition haben den Opfern der Hochwasserkatastrophe zügige staatliche Unterstützung zugesagt. Die Zustimmung zu dem 8 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds am Freitag im Bundestag gilt als sicher. In einer Regierungserklärung dankte Bundeskanzlerin Merkel den Helfern für ihren Einsatz in den Flutgebieten. Die Bewältigung der Schäden sei eine nationale Herausforderung, bei der Politik und Bürger über alle Grenzen hinweg zusammenstünden. In der Stunde der Not ist unser Land fest entschlossen und in der Lage, schnell und unmittelbar zu helfen. Schnell, unmittelbar. Und großzügig, 8.000 Millionen Euro, sehr viel Geld. Dieser Betrag ist eine Schätzung.
Als sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder zusammensetzten, stiegen damals mancherorts die Pegelstände noch. Die Not war akut. Und wer da schnell hilft, hilft doppelt. Und in einem Wahljahr lohnt es sich dreifach. So wurden die Erfahrungen aus der großen Flut 2002 genommen. Da noch ein Inflationsausgleich draufgeschlagen. Und so kamen sie auf 8.000 Millionen. Wer sich die Schäden aus der Nähe ansieht, glaubt nicht, dass das zu viel ist. Da sind nicht nur ein paar Schäden an Häusern zu reparieren. Da müssen ganze Regionen vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch bewahrt werden. Annette Pöschel berichtet aus Sachsen-Anhalt. So sah es noch vor wenigen Tagen in Magdeburg aus, als die mächtig angeschwollene Elbe weite Teile der Stadt überschwemmt hatte. Besonders schlimm war das Industriegebiet Rothensee betroffen. Auf dem Gelände des Hafens etwa sah Karl-Heinz Erhard bald keinen Unterschied mehr zwischen Land und Fluss. Sie müssen sich vorstellen, dass wir rund 75 Zentimeter über diesem Ende der Kaimauer hatten. Und wir hatten einen Sandsackwall über 1,4 Kilometer in der Höhe von ungefähr 1,5 Metern, fast 2 Metern manchmal an manchen Stellen. Aber die Elbe stieg noch höher. Schnell und kraftvoll höhlte sie Kaimauern aus, unterspülte Spundwände, zerstörte Teile der Elektrik. Die Hafengesellschaft rechnet mit einem materiellen Schaden von mindestens 9 Millionen Euro. Hinzu kommen Verluste, weil seit Wochen keine Schiffe gelöscht werden können. Das sind ja meistens Investitionsgüter oder das sind Halbzeuge, die müssen ja irgendwo hin in einen Produktionsprozess. Die bleiben ja nicht irgendwo liegen, sondern wenn sie hier mit dem Schiff nicht gefahren werden können oder wenn sie über den Hafen nicht gehen können, dann gehen die mit dem LKW direkt oder mit dem Zug irgendwo hin. Das heißt, die sind weg. So rechnet die Hafengesellschaft mit einem heftigen Umsatzeinbruch in diesem Jahr. Überhaupt dürften die Hochwasserschäden und Produktionsausfälle die ostdeutsche Wirtschaft weiter im Minus halten. Das Hochwasser wird in jedem Fall im zweiten Quartal die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen. Also die Produktion dürfte nicht wachsen in diesem Zeitraum. Es sind grundsätzlich erstmal alle Firmen betroffen, die in diesen Flutgebieten liegen. Und das geht quer durch die Volkswirtschaft. In Rothensee war die Situation besonders kritisch beim Energieversorger. Das Wasser war schon bis in die Kabelschächte des Umspannwerks vorgedrungen. Fast wäre die Anlage abgeschaltet worden. Dann hätten 30.000 Haushalte und das gesamte Industriegebiet keinen Strom gehabt. Je nachdem, welche Anlagenteile überschwemmt werden und was kaputt geht, haben wir eine Verzögerung von 4 bis 6 Wochen, um überhaupt wieder in Betrieb zu gehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass die gesamte Industrie, die hier dranhängt, über einen solchen Zeitraum nicht mit Energie versorgt werden kann, dann sind das volkswirtschaftliche Schäden, die kann ich überhaupt nicht beziffern, aber da reden wir über zig Millionen. Doch die etwa 2000 Soldaten und Feuerwehrleute konnten die Anlage sichern. So bezeichnen die Stadtwerke Magdeburg ihre Millionen Verluste aus Reparaturen, Stromabschaltungen und Überstunden als gering, verglichen mit dem Schaden anderer, nur wenige Straßen weiter. Die Heizungs- und Sanitärfirma von Gerhard Schünemann stand kniehoch unter Wasser. Seitdem sind seine 20 Mitarbeiter damit beschäftigt, den Betrieb wieder anzukurbeln und bei seinen geschädigten Nachbarn die notwendigsten Reparaturen zu machen. Auf Jahressicht glaubt er, kann seine Firma den eigenen Schaden von mehr als 120.000 Euro rausarbeiten. Entscheidend ist, wie wir wieder in Tritt kommen, technologisch, dass wir wieder voll arbeitsfähig werden. Und dann denke ich schon, dass mit dieser Mehrarbeit, wenn wir vielleicht noch 2, 3 Leute einstellen können, dass wir es dann zum Jahresende ausgleichen. Bis jetzt haben wir es immer geschafft, schwarze Zahlen zu schreiben, und das wollen wir natürlich dieses Jahr auch. Seinen Optimismus teilen auch die Experten des Wirtschaftsforschungsinstituts in Halle. Demnach kann vor allem das Handwerk mit einem Auftragsschub rechnen, weil die Hochwasserschäden beseitigt werden müssen. Dann könnte die Wirtschaft im Osten zum Jahresende aus dem Minus in ein leichtes Plus drehen. Die Autoindustrie in Europa muss sich auf neue Grenzwerte einstellen. Kommission und Parlament ziehen die Schrauben an, um den Ausstoß an sogenannten Treibhausgas weiter zu reduzieren. Das wird nun sinnvollerweise europaweit geregelt. Das ist aber für die deutschen Unternehmen, die ihr größtes Geld mit großen, schweren, sogenannten Premium-Autos verdienen, immer eine ziemlich heikle Sache. Wenn der Klimaschutz verschärft wird, dann taumeln sie zwangsläufig zwischen der Anklagebank und Verlustgeschäften. Alexander Puhl über die Ergebnisse dieser Runde. Dieser Wagen fährt mit E-Gas, eine neuartige Verbindung aus Wasserstoff und CO2. Das Gas verbrennt fast ohne Rückstände und ist überall verfügbar.
Dieses Gas kann gespeichert werden, in das normale Gasnetz eingespeichert werden und vom Kunden an jeder Gastankstelle getankt werden. Innovationen wie diese für die deutschen Autobauer bitter notwendig. Ihre Premium-Modelle stoßen reichlich CO2 aus. Das will die EU jetzt begrenzen. Bis 2020 sollen Neuwagen pro Kilometer nur noch 95 Gramm des schädlichen Klimagases freisetzen. Bislang waren es 130. Die Autolobby ist alarmiert. Klar ist, dass das 95-Gramm-Ziel als weltweit schärfster Grenzwert eine enorme Herausforderung für die Automobilunternehmen darstellt. In der Politik treffen solche Sorgen auf viel Verständnis. Bereits im Mai versprach die Bundeskanzlerin Angela Merkel, der versammelten Autoelite zu helfen. Wir haben ambitionierte Ziele, aber es muss natürlich auch realistisch sein, wenn ich die Gelegenheit nutzen darf. Und deshalb kommt dem Wort Supercredits eine super Bedeutung zu, wenn ich das auch noch mit hinzufügen darf. Supercredits, ein super Bonus für Autohersteller. Emissionsarme Modelle wie Elektroautos können in der CO2-Bilanz doppelt angerechnet werden. Für Kritiker ein rotes Tuch. So könne man jeden EU-Grenzwert aushebeln. Die deutsche Autoindustrie hat ja seit mindestens 2 Jahren massiv darauf hingearbeitet, dass eben diese 95 Gramm nicht gelten, sie zu untergraben, sie zu unterhöhlen. Vor allen Dingen eben mit dem Mechanismus dieser Supercredits. Das heißt, dass sie sich sparsamere Autos gleich mehrfach anrechnen lassen darf. Was Umweltschützern nicht weit genug geht, könnte für die Autofahrer teuer werden. Der Grund? Die hohen Entwicklungskosten für leichtere Karosserien und emissionsärmere Motoren. Bezahlen wird das der Kunde. Einerseits wird man die Anforderungen erfüllen, allerdings zu hohen Kosten und auch zu hohen Verkaufspreisen. Und die Kunden werden zum Teil das auch dann hinnehmen. Die gute Nachricht: Von dem neuen EU-Grenzwert sind nur Neuwagen betroffen. Niemand muss sein Auto deswegen stehen lassen. Zu dem Thema passt, dass Barack Obama, der US-Präsident, heute neue ehrgeizige Klimaprogramme verkündet hat. Und zwar soll es ganz schnell gehen. Er werde innerhalb von Monaten durchsetzen, dass zum Beispiel die Kraftwerke in den USA sehr viel strengere Auflagen bekommen. Auch die Autoindustrie, die Hausgeräteindustrie und so weiter soll stärker an die Kandare genommen werden. Das hat er nun schon öfter mal probiert. Und das ist nie was geworden, weil der Kongress ihm das immer verdorben hat. Inzwischen hat er den Weg von Verwaltungsanordnungen entdeckt, für die er den Kongress nicht braucht und will es jetzt sozusagen mit harten Werkzeugen probieren. Mal sehen, wohin das führt. Und hier noch einmal Nachrichten aus der Wirtschaft von Gundula. Die Finanzmärkte schauen auch auf den Ölpreis, der in den letzten Tagen gefallen ist. Das sei eine Folge der beunruhigenden Nachrichten über Chinas Bankensektor und die dort befürchtete konjunkturelle Abschwächung, sagen Investoren. Frank Bethmann, die Furcht vor einer Finanzkrise in China und sinkende Ölpreise, wie hängt das zusammen? Naja, etwas salopp formuliert, Geldhahn zu, Ölhahn zu. Wenn sich die chinesische Wirtschaft und in der Folge dann die weltweite Konjunktur abkühlt, dann wird weniger Öl benötigt. Der Ölpreis daher ein ausgezeichneter Stimmungsindikator. Seit Jahresanfang fällt die für Europa maßgebliche Rohölsorte Brent tendenziell besonders deutlich wieder in der vergangenen Woche, da allein 3,6%. Die wirklich interessante Frage aber lautet, müsste der Ölpreis nicht ohnehin viel niedriger sein? Die amerikanische Wettbewerbsaufsicht FTC hat Ermittlungen eingeleitet, Manipulationsverdacht, Preisabsprachen. Besonders brisant wiegt der Vorwurf war erst vor wenigen Wochen, auch diesseits des Atlantiks durch die EU-Untersuchungen eingeleitet wurden. Im Mai durchsuchten Beamte die Firmenzentralen mehrerer großer Ölkonzerne. Der Nachweis von heimlichen Preisabsprachen schwierig. Aber man weiß, Rohöl, einer der am meisten gehandelten Rohstoffe an den internationalen Börsen, ist anfällig für Manipulation. Und genau diesen Verdacht, viel zu teuer, haben die Verbraucher in Europa ja schon lange, meistens dann, wenn sie zu Ferienbeginn die Preise an den Zapfsäulen steigen sehen. Heute stiegen zur Abwechslung erstmal wieder die Kurse am deutschen Aktienmarkt. Der DAX kann 119 Punkte zulegen. Nach 4 Verlusttagen in Folge war dem einen oder anderen Anleger heute dann doch mal wieder nach Kaufen zugute. Frank Bethmann, vielen Dank. Gerne. Es gibt wieder Ungemach beim Wetter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Bayern. In Berlin ist am Abend der vom ZDF unterstützte Gründerpreis verliehen worden. Besonders freuen durfte sich
Der badische Tunnelbauunternehmer Martin Herdenknecht, der für sein Lebenswerk geehrt wurde. Die Jury würdigte seine Pionierleistung und sein soziales Engagement. In der Kategorie Aufsteiger gewann das Unternehmen My Müsli, das individuelle Müslis über das Internet vertreibt. Höhepunkte der Preisverleihung zeigt das ZDF ab 23 Uhr. Und wir enden auch mit einem Freudenfest von da, wo es wenig Freude gibt, normalerweise. Im Gazastreifen, dem eingezwängten, überbevölkerten Streifen Land zwischen Israel, Ägypten und dem Mittelmeer. Ein junger Mann von dort wurde The Arab Idol, der Sieger in der arabischen Version der Castingshow, die bei uns Deutschland sucht den Superstar heißt. Nur, dass diese Show in der arabischen Welt 100 Millionen Zuschauer hat, über alle Landesgrenzen hinweg. Und nun erleben die Menschen in Gaza, was sie so noch nie erlebt haben. Einen gemeinsamen und völlig unumstrittenen Erfolg. Mohammed Asaf wird ihr gemeinsames Idol. Alle jubeln ihm zu, einem charmanten, intelligenten Troubadour. Arafat und die Einpeitscher der Fatah und der Hamas haben so eine Stimmung nie geschafft. Christian Sievers berichtet, Gaza ist außer Rand und Band und diesmal vor Freude. Gaza hat den Superstar gefunden. Partystimmung an einem der traurigsten Grenzübergänge der Welt. Wo sie sonst stundenlang warten, um irgendwie rauszukommen aus Gaza, kommt einer rein. Ein Volksheld kommt nach Hause. Mein Sieg gehört euch. Ihr habt ihn mir geschenkt. In Gaza, wo die Radikalen von Hamas keine Kinos zulassen und keine Konzerte, bricht ein Schmachtsänger alle Rekorde. Solche Bilder sind den Machthabern ein Dorn im Auge, aber gegen Mohammed Asaf haben selbst sie keine Chance mehr. Über 100 Millionen Zuschauer, die beliebteste Castingshow in der arabischen Welt. Da kommt einer aus dem ärmsten Flüchtlingslager von Gaza und rührt alle zu Tränen. Mohammed Asaf, 23, singt von Liebe und Patriotismus. Fast hätte er es nicht geschafft zur Sendung nach Beirut. Die Anreise ein Albtraum, geschlossene Grenzen, Bürokratie, Willkür, die Stimme Palästinas, wie sie ihn nennen, weiß, wovon sie singt. Khan Yunis, Gazastreifen. Die alten Freunde hier feiern ihn als das Beste, was den Palästinensern seit Jahrzehnten passiert ist. Aber sie wissen auch, ihre Lage hier, beherrscht von den Radikalen, abgeriegelt von Israel. Kein noch so schönes Lied wird das ändern können. Er hat den Menschen Freude gebracht, aber die täglichen Probleme, dass es kaum Strom gibt, dass wir abgeschlossen sind, das wird so weitergehen. Die üblichen Extremistenfotos und politischen Parolen in Gaza mussten Platz machen für seine Poster. 8 Millionen Stimmen gab es für Asaf in der Show allein aus Gaza. Das heißt, jeder einzelne Einwohner muss fast 5-mal mitgemacht haben. Der entscheidende Moment. Ein palästinensischer Traum geht in Erfüllung. Sie haben einen Superstar. Noch im Fernsehstudio ein Gebet und dann ein wichtiger Satz. Eine Revolution macht man nicht nur mit Gewehren. Auch der Pinselstrich eines Malers trägt dazu bei. Jeder kämpft auf seine Art. Ich tue es für Palästina mit meiner Botschaft durch die Kunst. Die Jubelfeiern für den Supersänger in Gaza und Ramallah ziehen mehr Menschen an als alle Politkundgebungen. Es ist ein Zeichen, wie sehr viele hier warten auf einen Neuanfang. 1000-mal Glückwunsch an alle Palästinenser. Er gab uns wieder Hoffnung. Die Welt soll sehen, dass wir nicht blutrünstig sind, sondern den Frieden lieben. In einer Gegend, die strotzt vor Waffen und Konflikten, wollen sie zeigen, dass die Jury recht hat mit ihrem Kommentar. Mohammed Asaf ist die beste Rakete, die je aus Gaza kam. Wunde die einzig Gute. Hier geht es mit intelligentem Vergnügen weiter. Urban Priol und Erwin Pelzig präsentieren das Neueste aus der Anstalt und finden manches zum Verrücktwerden. Und heute Nacht meldet sich Ina Bergmann gegen 0.45 Uhr mit Nachrichten. Guten Abend. Bis morgen. Fußballpause. Sie wissen Bescheid. Musik.
Liebe Zuschauer, guten Abend. Zurzeit fühlt man sich eher an den April erinnert als an den Sommer. Die Wetterlage im Vergleich zu gestern kaum verändert. Das Höhentief, das scheint sich regelrecht festgefressen zu haben über Mitteleuropa und führt ständig diese kühle Luft zu uns. Das Tief am Rande, das diesen kräftigen Regen gebracht hat, das zieht allerdings morgen weiter zur Ostsee. Und dadurch wird sich auch der Regenschwerpunkt verschieben. Also heute Nacht in der Osthälfte Regen, aber der Schwerpunkt, der liegt so zwischen dem südlichen Brandenburg und dem Erzgebirge. Dort kann es also durchaus noch 20, 30 Liter pro Quadratmeter bis morgen früh regnen. Im Westen bleibt es trocken. Und morgen dann der Regen hauptsächlich zwischen Ostsee und Erzgebirge, wobei es von Westen dann durchaus im Laufe des Tages weniger wird. Am Alpenrand gibt es einige Schauer. Im Westen bleibt es trocken. Nach Norden hin mehr Wolken, nach Südwesten hin mehr Sonne. Unangenehm ist der kräftige Nordwestwind in der Nordhälfte mit stürmischen Böen an der Küste und in den Mittelgebirgen. Und die Temperaturen, ja, die bleiben auch deutlich unter 20 Grad, lediglich bei weniger Wind im Südwesten. Da werden mit Ach und Krach auch mal die 20 erreicht. Es geht wechselhaft weiter, immer wieder mit Schauern in den nächsten Tagen. Und Sie sehen es an den Temperaturen, es bleibt auch weiterhin kühl. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Abend.